Ich hoffe, man hört was. Gerade eben ist irgendwie wieder mal alles kaputt gegangen. Aber jetzt geht's ja. Yay! Herzlich willkommen zu meinem Skyrim-Stream. Heute mal gucken wieder. Ich habe mir zwei dädrische Quests ausgesucht und dann schauen wir mal, was so bei rumkommt, ne? Ja, das muss ich mir mal kurz einfinden. Also, wir stehen hier. Ich weiß nicht mehr, wo wir stehen. Ah ja, genau. Vom letzten Mal Perite. Und jetzt wollen wir. Was habe ich rausgesucht? Hermains Mora. Und für Vermine. Haben auch fast alle dädrischen Fürsten durch, aber da fehlt es halt noch. Hallo erstmal. Ja, nee, mit dir will ich nicht reden. Ich habe gesehen, ich habe ja noch eine neue Stufe. Das machen wir gleich erstmal zuerst. Was wollen wir denn? Gesundheit ist eigentlich eine gute Sache. Kann nie hoch genug sein. Und dann noch unseren Talentpunkt. Am besten. Was können wir hier noch machen? Steigert Rüstungswert, schwere Rüstung um 60%. Das ist eigentlich nicht schlecht. Steht da nur Fäuste. Brauche ich nicht. Ja, dann steigere ich meinen Rüstungswert noch ein bisschen. So. Ja, hi auch an dich. Mein Setup ist heute ein bisschen anders, deswegen bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Aber das soll ja jetzt nicht weiter stören. Wir gucken jetzt mal. Fangen wir mal an mit Vermina. Dazu müssen wir nach Dämmerstern. Haben wir das schon gefunden? Habe ich das schon gefunden? Hier ist Einsamkeit. Da ist Dämmerstern. Natürlich haben wir noch nicht den Dämmerstern. Aber da können wir ja, keine Ahnung, hier von Ustengraf einfach rüberziehen. Oh. Kabelsalat habe ich auch noch. Was? Ey, was ist denn hier los? Was ist mit dir los, Lydia? Ey, halt doch die Klappe. Bin heute wieder sehr nett. Machen wir mal eine Markierung, weil ich war da ja noch nicht. Und dann. Ah ja, ich lasse die da mal machen, ne? Also ich misch mich da jetzt gerade nicht ein. Wie geht's den Menschen hier heute? Mir geht's ganz gut, glaube ich. Jetzt zumindest. Ist immer ein Hoch und Runter, ne? Hoch und runter klingt auf Deutsch irgendwie scheiße. Up and down. Du hast dich vor dem Krokodil erschrocken. Ja, der piekt ein bisschen. Ne? Das ist so. Ah, ich bin auch da. Ja, er guckt auch zu. Ne? Der Kleine. So. Das ist noch ein kleiner Fußmarsch. Ist eigentlich total schön, wenn man so, also wenn man weiter in den Norden geht, dass es dann halt so richtig viel Schnee ist und dann hast du diese dicken Flocken. Das sieht echt cool aus. Oh, Wölfe. Meine Waffe ist nicht mehr geladen. Nee, was soll das denn? Lydia? Ach dann. Ich habe ihr Unrecht getan. Ich dachte, sie ist schon wieder weg. Okay. Gehen wir weiter. Also ja, die dicken Schneeflocken, die fand ich sehr schön. Und wenn man eher südlicher ist, dann ist es ja auch vom Gebiet her ein bisschen grüner. Das finde ich auch so schön.
vermisse mein Pferd. Ich habe mir kein neues bisher gekauft. Oh, und zum Grab kommen wir denn hier jetzt vorbei? Eiswolf. Lydia, wenn du da hinten schlägst, bringt das auch nicht viel. Okay, ist was Cooles dabei? Nee, nur ein Wolfspelz. Ah, langweilig. Ja, Blut auf der Kamera. Ja, mei. Windseitige Ruinen entdeckt. Das ist doch schön. Die sind windseitig. Das Licht ist hier gerade echt schön. Wow. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Wir sind fast da. Es ist schon auf dem Kompass. Zwischendurch denkt man ja immer, man verläuft sich. Dämmerstern. Es ist ja so, dass in den verschiedenen Gebieten tatsächlich... Ich habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Dass ein Ort immer besonders groß ist, aber ich finde, Dämmerstern ist so... eher eine Ansammlung von ein paar Hütten. Mehr ist da auch nicht. Um der Götter willen, Skalde. Wen glauben wir, hier mit unseren alten Kriegswunden einschüchtern zu können? Ach, Skalde. Wir sind keine Soldaten mehr. Euer Horik trägt seine alte Armee. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Oh, ein random Courier. Lasst mal sehen. Das ist von Falk Feuerbart im Blauen Palast. Oh, ihr habt aber wirklich hochgestellte Freunde. Das war's dann wohl. Ich muss los. Ja, nett. Lasse ich euch beide hinrichten. Jetzt habe ich natürlich das Gespräch nicht mitbekommen, aber dafür habe ich jetzt was gekriegt. Das ist auch nur gut. Gut, ich suche die Taverne. Taverne, Taverne, Taverne. Das ist dein Haus. Das ist auch ein Haus, oder? Nein, das ist ein ich miss. Haus? Wo ist denn die Taverne? Wer hat die geklaut? Schon auf der anderen Seite. Schmied? Ja, ich mach mal die Karte auf. Haus. Zum windigen Gipfel. Das ist, glaube ich, das Haus, das ich suche. Und die Markierung können wir weg. Ging das doch gleich. Entfernen. Also, schon wieder vergessen, wohin. Nee, nicht Waffe ziehen. Hier durch und dann rechts und links. Komm ich überhaupt durch? Wir quetschen uns einfach hier vorbei. So. Es heißt, dass die Vampire die Halle der Wachsamkeit angegriffen und sie niedergebrannt hätten. Ich habe noch nie zuvor gehört. Dinge passieren. Vampire sind auch nur Menschen, was? Jawohl. Da haben wir es doch gefunden. Ein Fluch. Das ist es bestimmt. Ich muss aus dieser Stadt verschwinden. Irgnir, reißt euch zusammen. Es sind doch nur Träume. Sagt es ihr, Erandur. Hört auf euren Freund, Fruki. Das sind nur Träume. Das ist ganz normal. Es ist immer wieder der gleiche Traum. Glaubt ihr, das ist normal? Das ist eine ganz üble Sache. Erandur, sie hat gar nicht so unrecht. Ihr erzählt uns immer, dass diese Träume völlig harmlos sind. Aber es muss sich um ein Omen handeln. Lasst ihn sprechen. Er versucht uns zu helfen. Hört bitte zu. Ich tue, was ich kann, um diese Albträume zu beenden.
In der Zwischenzeit müsst ihr stark bleiben und auf Lady Mara vertrauen. Das werde ich. Danke. Im windigen Gipfel gibt es den besten Baden von ganz Dämmerstern. Nämlich. Ich arbeite in der Mine. Ist das so? Ich arbeite in der Taverne. Sprecht mit ihm. Ich arbeite in der Mine, ich arbeite in der Taverne. Ja, ich jetzt weiß ich, was ich an arbeite. Was beunruhigt euch, mein Sohn? Ja, dann sprechen wir doch mal mit ihm. Und dir. Was braucht ihr? Hm? Gerade war er noch freundlich. Okay, was ist hier nur mit allen los? Die gesamte Stadt wird von schrecklichen Albträumen heimgesucht. Die Leute sind in großer Gefahr, aber ich fürchte, ich kann nur wenig dagegen tun. Was kann man dagegen tun? Träume sind nicht die Wirklichkeit. Macht euch nicht lächerlich. Träume können einem nichts tun. Dann geht. Ihr habt damit nichts zu schaffen. Okay. Träume sind nicht die Wirklichkeit. Diese Träume wurden von der dädrischen Fürstin Vermina erschaffen. Sie hat ein unstillbares Verlangen nach unseren Erinnerungen. Dafür hinterlässt sie uns Albträume, ähnlich wie ein Husten, der das Symptom einer schweren Krankheit sein kann. Ich muss ihren Einfluss auf diese Leute beenden, bevor dauerhafter Schaden entsteht. Das war gerade witzig, weil er sagt Husten und dann hustet jemand. Das ist... Ich finde sowas immer lustig. Falls ich in der Kamera übrigens ein bisschen rot aussehe, das liegt am Sonnenlicht draußen und meine Lampe hier macht nur bescheidenes Licht von der Seite. Aber das nur am Rande. So, wie lautet euer Plan? Ich muss zur Quelle des Problems zurückkehren, zum Tempel des Nachtrufers. Vielleicht möchtet ihr mir dabei helfen. Vielleicht möchte ich das. Was meint ihr mit zurückkehren? Seid ihr dort gewesen? Ich habe schon zu viel gesagt. Wenn uns jemand belauscht, könnte es eine Panik geben. Ich bitte euch einfach, mir zu vertrauen und mir dabei zu helfen, die Albträume in Dämmerstern zu beenden. Okay, ich vertraue euch. Wie kann ich helfen? Ich kann euch nicht vertrauen, ihr verbergt etwas. Wer so eine Kapuze im Gesicht hängen hat, vielleicht kann man ihm gar nicht vertrauen. Ich tue es trotzdem. Wunderbar. Lady Mara wird sehr erfreut sein. Wer ist das denn? Der Tempel des Nachtrufers ist nur einen kurzen Fußmarsch von Dämmerstern entfernt. Los, wir müssen uns beeilen. Okay. Ah, wir können auch reden. Wer ist die Daedra-Fürstin Vermina? Vermina hält sich in einem seltsamen Reich namens Fen auf. In einem albtraumhaften Land, in dem Realität sich auf unmögliche Arten verändert. Von ihrer Zitadelle im Zentrum aus sammelt sie unsere Erinnerungen und lässt nichts als Visionen von Schrecken und Verzweiflung zurück. Das sind die Daedra-Fürsten. Was macht sie mit den Erinnerungen? Wer weiß das schon? Vielleicht sammelt sie sie für eine Ausstellung in irgendeiner seltsamen Kunstgalerie. Wie auch immer, ihre Absichten sind alles andere als gut. Gut. Ich verspreche, all eure Fragen zu beantworten. Folgt mir. Ja, dann latsch mal los, Junge. Komm mit, Lydia. Ja, entscheid dich. Schnell oder folg langsam? Mir. Hier entlang. Ja, ich folg dir doch. Okay, langsam. Es ist schön, diesen Leuten endlich helfen zu können. Ihre Leiden hilflos mit ansehen zu müssen, war eine schwierige Sache. Na, noch wissen wir ja nicht, ob wir ihnen helfen können. Wer weiß, was die will. Der Turm auf diesem Berg ist unser Ziel. Die Leute hier nennen ihn den Turm der Dämmerung. Ich bin mit der Geschichte des Turms nicht vertraut. Aber bevor darin der Tempel des Nachtrufers errichtet wurde, stand er lange Zeit leer. Als der Tempel noch genutzt wurde, haben die Priester sich nur selten in Dämmerstern blicken lassen. Sie zogen ein abgeschiedenes Leben vor. Der Tempel ist jetzt seit Jahrzehnten verlassen. Seltsam, oder? Eine Ruine in einer Ruine.
In der Eingangshalle des Turms habe ich einen kleinen Schrein für Mara errichtet. Ich hoffte, von ihr geistliche Führung zu erhalten. Vielleicht wurden meine Gebete erhört und euer Besuch von Dämmerstern ist mehr als bloßer Zufall. Das ist definitiv kein Zufall. Ich habe mir das ausgesucht. Es wäre schön, wenn er einfach ein bisschen Gas geben könnte. Aber der passt sich nicht meinem Tempo an, leider. Ist okay, gehen wir ein bisschen spazieren, ne? Im echten Leben rennen wir ja auch nicht überall hin. Was ich als nächste Rüstung mir holen könnte, beziehungsweise vielleicht selbst machen könnte. Ich möchte auf jeden Fall eine Drachenrüstung machen. Also aus den Knochen. Aber das geht ja noch nicht. Ja, mal sehen. Vielleicht. Irgendwann. Irgendwann bin ich auch mit den Daedra-Quests durch. Wobei zwei im Schnitt für eine Session sind immer ganz gut. Ich meine, man sieht ja gerade, wie viel Zeit es in Anspruch nimmt, dass man hier einfach nur den Berg hochläuft. Da oben ist eine Bergziege. Hallo Ziege. Aber, ja. Hat der auch so einen Schläger dabei? Tatsache. Ich dachte, der wäre jetzt irgendwie ein Magier oder so. Wegen des Outfits. Don't judge a book by its cover. Aber wir sind schon fast da. Na, siehst du mal. Lydia könnte eigentlich auch mal bessere Ausrüstung gebrauchen. Also nicht Ausrüstung per se, aber vielleicht mal einfach was Besseres, so ein Oberteil. Wow! Oh, ist doch ein Maria. Oh, ich habe ausgesehen in die First Person wechseln. Schön, den Zahn nehme ich mit, das Fell bleibt hier. Ich glaube, ich bin schon ein bisschen überlevelt hier für den ganzen Kram. Was ist denn hier kaputt gegangen? Oh. Sorry, ich wollte nicht im Weg stehen. Sprich mit ihm. Okay, machen wir. Bevor wir eintreten, muss ich euch vor den dort lauernden Gefahren warnen. Vor Jahren wurde dieser Tempel von einer Gruppe von Orks auf der Suche nach Rache überfallen. Sie wurden wie die Bewohner von Dämmerstern von Albträumen heimgesucht. Hatten sie Erfolg? Nein. Da sie wussten, dass sie die Orks nie besiegen konnten, setzten die Priester von Vermina das Miasma frei, das alle in Schlaf versetzte. Warum ist es gefährlich, wenn sie schlafen? Ich befürchte, dass das Miasma nach dem Öffnen dieses Ortes entweicht und sowohl Orks als auch Priester aufwachen lässt. Oha. Was bewirkt das Miasma? Die Priester von Vermina haben das Miasma für ihre Rituale erschaffen. Es ist ein Gas, das den, der es einatmet, in einen tiefen Schlaf versetzt. Da die Rituale Monate oder sogar Jahre dauerten, sollte das Miasma den Alterungsprozess verlangsamen. Ist das Gas gefährlich? Ja, leider. Je länger man dem Miasma ausgesetzt ist, desto mehr Schaden kann der Geist nehmen. Jene, die lange Zeit unter seinem Einfluss standen, haben ihren Verstand vollkommen verloren. Manche sind niemals wieder aufgewacht. Teilweise redet er echt, als wäre er ein Kettenraucher. Ja, manche sind nie wieder aufgewacht. Oder der Pater. Okay. Wenn wir drinnen sind, wird sich alles aufklären. Ja, das würde ich auch hoffen, ne? Kann ich hier irgendwas suchen? Ne, gut, dann gehen wir mal rein. Ja, mein Sohn, wie kann ich euch helfen?
Gar nicht, ich meine, du willst ja, dass ich hier reingehe. Schauen wir uns erstmal um. Speichern wir erstmal, das ist immer das Beste. Einfach mal schnell speichern. Ja, mein Sohn, wie kann ich euch helfen? Ist ja gut. Prüfung der heiligen Alessia, die schon gelesen? Bestimmt. So, was haben wir hier? Talosfehler. Leider lerne ich dabei nichts. Okay. Hier ist eine Truhe. Können wir auch eben aufschließen. Okay, andere Richtung. Ich habe 99 plus Dietrich. Wow. Gold, Saphir, die Seelensteine. Einen Moment, dann habe ich das hier geöffnet. Okay. Do your best. Oh, das ist einfach nur durchsichtig geworden. Gut. Nun kann ich euch die Quelle der Albträume zeigen. Hier drüben. Oh ja, das ist echt gasig hier. Der Schädel der Korruption. Die Quelle allen Leids im Dämmerstern. Wir müssen ins Allerheiligste vordringen und ihn zerstören. Kommt, wir haben keine Zeit zu verlieren. Okay. Wie kommen wir da hin? Hier brauchen wir einen Schlüssel. Vorsicht, Sie sind aufgewacht. Ey, hast du mir gerade den Arsch verbrannt? Ihr gehört mir. Oh, wieder meine schöne Köpfung hier. Der ist auch interessant gestorben. Okay, irgendwas Cooles dabei? Gold? Das ist ein kleines bisschen besser als mein jetziger. Aber nur ein Punkt. Das ist es eigentlich nicht wert. Gold. Wildbret-Kotelett. Na gut. So. Verdammt! Die Priester müssen diese Barriere bei der Freisetzung des Miasmas aktiviert haben. Sieht nicht aus, als käme man da so einfach durch. Mein Gedanke. Sogar unmöglich. Ich frage mich, es gibt vielleicht einen Weg, die Barriere zu umgehen, aber ich muss mich in ihrer Bibliothek vergewissern, dass das möglich ist. Ach komm schon, müssen wir gehen? Ihr scheint eine ganze Menge über diesen Ort zu wissen. Es bringt wohl nichts, die Wahrheit länger zu verbergen. Mein Wissen über diesen Tempel entstammt persönlicher Erfahrung. Natürlich. Ich war ein Priester von Vermina. Warum die Geheimhaltung? Ihr hättet mir die Wahrheit sagen sollen. Ich wusste es, ihr seid ein Lügner. Ja, wir sind einfach nett. Der kann ja auch nichts dafür. Als die Orks den Tempel überfielen, floh ich. Ich ließ meine Brüder und Schwestern hier sterben. In den letzten Jahrzehnten habe ich es immer wieder bedauert und Erlösung von Mara erbeten. Und durch ihre Güte werde ich meine Missetaten wieder gut machen. In Ordnung, ich bin bereit. Ich habe noch meinen Schlüssel für die Bibliothek. Wenn ihr bereit seid, können wir weitermachen. Ja gut, naja, hier haben wir noch was Neues. Wie kann ein Totenschädel Einfluss auf Dämmerstern ausüben? Man sagt, dass der Schädel der Korruption ein ständiges Verlangen nach den Erinnerungen anderer hat. Der Schädel hatte schon so lange keinen Kontakt mehr zur Außenwelt, dass er womöglich die Fähigkeit entwickelt hat, selbst auf Erinnerungsfang zu gehen. Was er mit den Erinnerungen macht, darüber streiten sich Gelehrte und Historiker bis zum heutigen Tage. Okay. Wir dürfen nicht zögern. Wir müssen den Schädel so schnell wie möglich zerstören. Ich weiß. Dann gehen wir mal hier oben rein, würde ich sagen, ne? Das ist doch wahrscheinlich die Bibliothek. Es ist gleich hier oben. Ja, sag ich doch. Mach mal auf. Seid vorsichtig. Wir werden dort drinnen bestimmt weitere Erwachte finden. Ja, krieg ich schon hin. Das sieht nicht wie eine Bibliothek aus. Eher wie ein Gang. Ja, komm, geh mal auf den Weg. Das ist echt nicht der Rede wert. Okay, die sind ein bisschen schwer.
Okay, ist da irgendwas? Hallo? Irgendwas Cooles dabei? Ein Drosselei. Das hatte ich ja noch gar nicht. Zaubertrank der geringen Magiker. Die sieht schick aus. Also wenn ich jetzt Magier spielen würde, würde ich die tragen. Okay, hast du noch was? Gold. Gold ist immer gut. Gebrannte Bücher. Variationen der Daedra. Klingt auch interessant. Ja, ich komme ja schon. Alle Bücher verbrannt. Ja, was denn? Lauf doch weiter! Junge! Bleib nicht immer stehen! Diese Bibliothek war einst mit arkanen Werken gefüllt. Seht sie euch jetzt an. Fast alles ist verbrannt. Ich hoffe, das Buch, das wir brauchen, ist unbeschädigt. Ja, bis auf das Buch da vorne, was ich gerade in der Hand hatte, mit den Variationen der Daedra. Natürlich ist das nicht verbrannt. Oh, Gegner! Wie sind wir jetzt die Schänder? Ohne weitere Unterbrechungen könnten wir vielleicht die Informationen finden, die ich benötige. Wonach soll ich suchen? Wir suchen nach einem Buch mit alchemistischen Rezepten und dem Titel Die Traumreise. Auf dem Einband befindet sich das Abbild Verminas. Es müsste hier irgendwo sein. Gut, die Traumreise. Wenn ihr die Regale beim... Ja, Moment, ich muss mal kurz hier gucken. Eine rote Bergblume. So, nehme ich mit. Und euch sucht, schaue ich unten nach. Ja, mach das mal. Orange Pfeilfedern. Okay, genau. Lass uns mal gucken. Hier ist ja alles irgendwie verbrannt. Verbrannt. Und noch mehr verbrannte Bücher. Hier schon mal nicht. Biografie von Barencia. Das ist es nicht, aber ich klick's mal an. Verbrannt. Und hier ist auch noch was. 16 Akkorde des Wahnsinns. 16 Akkorde. Sehr schön. Noch mehr verbrannte Bücher. Wolltest du hier ja, mein Sohn. Sehen? Wie kann ich euch helfen? Stehst du auch hier rum? Guck mal, ich bin viel schneller als du. Alle Bücher hier sind verbrannt. Wie soll man denn hier noch ein brauchbares Buch finden? Ah, das Buch der Daedra. Das habe ich, glaube ich, schon mal angeguckt. Noch mehr verbrannte Bücher. Oh, Jesus. Kann man hier was finden? Aber gut gefüllt sind die Regale jetzt ja auch nicht, ne? Also es sind halt alle verbrannt natürlich, aber viele stehen da auch nicht drin. Das auch nicht. Oh, solche Quests, ne? Also, was suchen? Ich wette, es ist in einem anderen Raum. Es ist sicher nicht hier. Ja, hier habe ich schon geguckt. Okay, kommen wir hier rein. Oh, eine Kiste. Schön. Oh, das Experte. Oh. Da war jetzt ein bisschen zu voreilig. Andersrum.
Noch ein bisschen mehr in die andere Richtung. Ah. Almost. Ah, verdammt. Jawohl. Ich krieg auch eine Expertentruhe auf. Yes. Da ist ja nicht mal viel drin, ne? Ne, die brauche ich nicht. Okay, dann gehe ich jetzt mal den Gang entlang. Beschädigtes Buch, mal was Neues. Ja, du stehst auf, alles klar. Oh, ich hab mich getroffen. Nein! Den Tempel nieder! Hat sich gerade gegenseitig noch gespielt? Distelzweifel. Alle haben eine andere Reagenz in der Tasche. Das ist doch auch schön. Miet. Keine Bücher. Was ist das? Oh, ein Amethyst. Knoblauch. Auch schön. Ey, den lassen wir hier. Eder. Sieht aus wie ein Stück Fleisch. Keine Bücher. Muss man weitergehen. Die Suche nach einem Buch. Das ist so eine Geschichte, alt wie die Zeit. Ah, ne, erstmal die. Das war schon. Was? Was ist das hier? Warte, wir werden immer noch angegriffen. Nein! Oh mein Gott. Verdammt. Die Tante mehr. Ja, ich weiß, dass meine Magika niedrig ist. Ich brauche einen Heiltrank. So. Haben wir das erstmal erledigt. Ein Fisch. Gold. Ah ja, ich kann mich ja auch mal noch an den nähern. Dann kriege ich ja ein bisschen HP zurück. Das ist doch auch sehr schön. Und du? Ein Elfenohr. Kein echtes natürlich. Oh, die kommen auch mit dem hier. Oh, das Buch der Daedra. Schon wieder. Haben wir noch irgendwas Cooles? Nur Alkohol? Alkohol. Ein beschädigtes Buch. Daedra-Herzen. Das ist ganz cool. Aus denen kann man gute Sachen machen. Pfahlwurzeln. Ist auch nicht geholt. Zaubertrank der Blitzresistenz. Das klingt gut. Glühstaub, Schmetterlingsfleisch. Nehmen wir mal mit. Hundefleisch. Oh, noch mal, ja. Feuerresistenz wird gut. Feuersalze, da brauche ich doch noch ein paar. So, hier sind ein paar Heiltränke. Perfekt. Ist hier noch drin? Ja. Gut. Ich finde toll, dass man die Option hat, sich auf diese Bank zu setzen, obwohl die Bank obviously im Arsch ist. Ich mach's mal. Meine Beine glitschen in den Boden. Das ist irgendwie amüsant. Okay. Geh mal weiter, bevor ich hier noch fest im Boden stecken bleibe. Noch mehr Feuersalz, ist ja perfekt. Vier Stück Namen. Hier haben wir noch ein Heiltrank. Noch mehr Feuersalze.
Teufel? Nee. Verminas Torpor. Das ist bestimmt irgendwie ein Likör. Das sagt eigentlich meine Traglast. Ah, schon wieder ein bisschen knapp. Aber geht noch. Noch passt Kram in meine Tasche. Ein was? Ein Steinhuscherei. Oder eine Steinhuscherei, ich weiß es nicht. Geldbeutel? Wo ist eigentlich Lydia? Ja, natürlich, jetzt kommt sie ja nicht mit. Klassiker. Kommt man hier irgendwie... Oh. Ja, wow. Jetzt bin ich aus der Bibliothek rausgegangen. Interesting. Ich meine... Das Buch habe ich aber nicht gefunden. Ah! Mir ist einfach die ganze Zeit nicht aufgefallen, dass da ein Questmarker ist. Ja. Wer lesen kann oder auch sehen kann, ist klar ein Vorteil. Also wir haben die Traumreise gefunden, jetzt gucken wir mal rein. Was steht denn da so drin? Ist das sehr lang? Lohnt es sich, es vorzulesen? Ah, ich lese es mal vor. Seit mehr als 1000 Jahren sind Verminas Priester Meister der Alchemie. Die Komplexität und Kraft ihrer Mixturen ist geradezu legendär. Diese alchemistischen Schätze sind dermaßen begehrt, dass ein einzelner Wundertrunk auf dem Schwarzmarkt mehrere 10.000 Septime wert ist. Von den zahlreichen Tränken, die bislang aufgetaucht sind, ist Verminas Torpor vielleicht der beeindruckendste. Ja, den habe ich schon mitgenommen. Ein einziges Schlückchen dieses zähflüssigen Elixiers versetzt den Trinkenden in einen Zustand, der die Traumreise genannt wird. Dieser Zustand erlaubt es, die Träume anderer so zu erleben, als sei man wirklich dort. Der Betroffene wird zu einem integralen Bestandteil des Traumes und er benimmt sich, als gehöre er dazu. Alle anderen Wesen in diesem Traumzustand halten den Betroffenen für den Träumer. Sogar seine Eigenheiten, Sprachmuster und Kenntnisse erweitern sich entsprechend. Für einen Außenstehenden scheint der Trinkende zu verschwinden. Legt der Entfernung im Traum zurück, tut er dasselbe auch in Wirklichkeit. Wenn der Effekt des Torpors endet, oder Torpors, gleitet der Betroffene an genau jenen Ort, der innerhalb der Traumreise angestrebt wurde. Wieder zurück in die Wirklichkeit. Manche Traumreisen haben ihren Reisenden nur ein paar Fuß weit befördert, andere innerhalb weniger Minuten über mehrere tausend Meilen. Es muss erwähnt werden, dass Traumreisen gefährlich und voller Tücken sind. In manchen Träumen werden die Reisenden mit lebensgefährlichen Ereignissen wie Krankheiten, Gewalt und sogar Tod konfrontiert. In den meisten Fällen kommt der Reisende ohne Schaden zu nehmen wieder in unsere Welt zurück. Aber manche kehrten nie wieder und gelten daher als verschollen oder kehrten tot zurück. Wie kann man den Tod zurückkehren? Tod ist tot. Es ist auch möglich, dass der Reisende an einem gefährlichen Ort wieder erscheint, welcher innerhalb der Traumreise sicher wirkte. Verminas Torpor ist so geheimnisvoll und trügerisch wie die Priester, die es erschufen. Es ist nicht bekannt, ob der einzigartige Beförderungsmechanismus ein Ergebnis des Torpors oder Verminas seltsamer Machenschaften ist. Aber die Möglichkeiten, die die Traumreise bietet, um scheinbar unüberwindbare Hindernisse zu überqueren, wiegt schwerer als seine geheimnisvolle Natur. Klingt erstmal sehr interessant, aber kann ich es nicht mitnehmen? Ja, doch, klar. Aber auch irgendwie gruselig, wenn ich da so jetzt mal gerade drüber nachdenke. Gut, wir haben es gefunden. Ja, mein Sohn? Ja. Wie kann ich euch helfen? Ich habe es gefunden. Lass mich einen Blick darauf werfen. Mara sei gepriesen. Es gibt einen Weg durch die Barriere ins Allerheiligste. Dazu gehört ein Rezept für eine Flüssigkeit, die als Verminas Torpor bekannt ist. Oh. Ist das eine Art Zaubertrank? Ja, der Torpor verleiht eine Fähigkeit, die die Priester von Vermina Traumreise genannt haben. Man benutzt Träume, um in der realen Welt Entfernungen zu überwinden. Das ist unmöglich. Das ist ja fantastisch. Ja, das ist total fantastisch. Ja, sehr erstaunlich. Alchemie und der Segen einer Göttin diese Gleichgültigkeit in eine trinkbare Flüssigkeit destilliert.
Ja, ich habe so eine Reise leider noch nie selbst erlebt. Ich bin also euer Versuchskaninchen. Als Priester von Mara hat der Trank keine Wirkung auf mich. Der Torpor funktioniert nur bei Priestern von Vermina oder Ungläubigen. Aha. Hört sich gefährlich an. Wie könnt ihr euch da sicher sein? Vergesst es, das könnte mich töten. Wisst ihr, wo ich den Torpor finden kann? Den habe ich ja schon gefunden. Gut, hört sich gefährlich an. Ich will ehrlich sein, es gibt Risiken. Das letzte Mal, dass jemand den Torpor getrunken hat, könnte Jahrzehnte her gewesen sein. Aber ich schwöre bei Lady Mara, dass ich alles in meiner Macht Stehende tun werde, um jeglichen Schaden von euch abzuwenden. Und wieso macht ihr es nicht selber? Na gut, wisst ihr, wo ich den Torpor finde? Ja, ich habe ihn ja schon. Ich glaube, es gibt ein Labor im Ostflügel. Dort müssten wir eine Probe finden. Ich habe den ja einfach nur mitgenommen, einfach, weil sich so interessant angehört hat. Wie fühlt sich die Traumreise an? Ihr erlebt die Erinnerungen eines anderen, doch mit euren Augen und mit eurem Körper. Umstehende werden euch ganz normal wahrnehmen, doch die Worte, die ihr aussprecht, könnten möglicherweise nicht eure eigenen sein. Aufgrund all dieser seltsamen Prinzipien herrscht große Uneinigkeit darüber, ob es sich wirklich um einen Traum oder nur um Verminas Machenschaften handelt. Das ist fast so wie in, ich sag jetzt, meinen echten Träumen, wenn man wirklich im Körper von jemand anderem steckt und dann einfach, also es sind natürlich keine Erinnerungen, aber wenn man einfach nicht sich selbst ist, das ist eigentlich super spannend. Okay, wie wache ich wieder zur richtigen Zeit auf? Ich werde in eurem Schlummer über euch wachen, um eure Sicherheit zu gewährleisten. Wenn ich sehe, dass etwas nicht stimmt, hole ich euch mit meinen Fähigkeiten zurück. Ansonsten weiß ich nicht genau, wann eure Traumreise enden wird. Vielleicht, wenn Verminas Neugier gestillt ist. Punkt, Punkt, Punkt. Jetzt, da sie erledigt sind, müssen wir den Torpor finden. Haben wir ja schon. Oh, ich habe es eigentlich schon gefunden. Gut gemacht. Ich war mir nicht sicher, ob ihr überhaupt wisst, wonach ihr suchen sollt. Hallo? Steht doch drauf. Ich bin erleichtert, dass ihr eine unbeschädigte Flasche gefunden habt. Hier sieht es aus, als wären Orks auf Plündertour gewesen. Bis hierhin habe ich uns gebracht, aber den Rest des Weges müsst ihr uns führen. Trinkt. Jetzt geht's los. Hier? Jetzt? Das Schicksal von Dämmerstern liegt in dieser winzigen Flasche. Also je länger wir warten, desto mehr Schaden kann Vermina diesen armen Leuten zufügen. Ich verstehe euer Zögern, aber ich verspreche euch, dass es funktionieren wird. Ich bin ja mal gespannt. Machen wir weiter. Es gibt noch viel zu tun. Es gibt noch viel zu tun. Ich muss jetzt das Zeug trinken. Ist das hier drin? Ja, okay. Mir ist gerade auch aufgefallen, dass Twitch meinen Chatroom die ganze Zeit neu lädt. Also ich weiß nicht, ob hier irgendwelche Nachrichten ankommen, falls welche ankommen. Oder ob das ein generelles Ding bei Twitch gerade ist, aber es lädt ständig neu. Ich kann es nicht ändern. Anyway, wir trinken jetzt Verminas Torpor. Die Orks sind ins Allerheiligste eingedrungen, Bruder Waren. Wir müssen durchhalten. Der Schädel darf ihnen nicht in die Hände fallen. Aber es sind nur noch eine Handvoll von uns übrig, Bruder. Dann haben wir keine Wahl. Das Miasma muss freigesetzt werden. Das Miasma? Aber, Bruder... Es gibt keine Alternative. Es ist Verminas Wille. Und was ist mit euch, Bruder Casimir? Seid ihr bereit, dem Willen von Vermina zu dienen? Ja, ich habe nur eine Möglichkeit. Ja, das ist witzig, weil der Dunkelelf sieht ein bisschen aus wie den ich damals gemacht habe. Nur das Gesicht doch ein bisschen anders und ein Auge blind, aber ich habe die gleiche Frisur benutzt. Okay, ich habe meinen Seelenfrieden gefunden. Ich bin bereit. Dann ist es entschieden. Bruder Casimir, ihr müsst die Barriere aktivieren und das Miasma freisetzen. Lasst euch von nichts davon abhalten. Bruder Torek, wir müssen hierbleiben und den Schädel, falls nötig, mit unserem Leben verteidigen.
Einverstanden. Okay. Bis zum Tod. Dann soll es geschehen. Setze das Mias noch mal. Da oben. Okay, dann. Soll ich nur hochkommen? Einfach durch? Okay. Nicht so schnell! Ich glaube, die kommen hier zurecht. Aber wo geht's weiter hier? Ich zeig euch, wo so ein echter Ort gestanden ist. Jetzt bringen wir es zu Ende. Don't mind me, just passing through. Ganz leicht geblockt. Kann ich hier mal kurz durch? Danke. Solange ihr noch seid. Epische Faustkämpfe hier. Musst du gleich da? Oder auch nicht? Ui, bitte. Lass mal kurz, danke. Bin da. Niemand schlägt ein Ohr. Das sah gerade aus wie eine Falltür. Okay, loslassen. Zack! Jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen. Okay, dann schlafe ich gleich ein. Oha. Das ist doch... So. Guten Tag. Bin wieder ich. Es hat funktioniert. Mara sei gepriesen. Nun, deine Mara. Nachdem ihr den Torpor getrunken habt, seid ihr verschwunden und auf der anderen Seite wieder aufgetaucht. Ja, ich war auch so etwas verrückt. Habe ich noch nie gesehen. Okay, es war unglaublich, als ob ich wirklich dort gewesen wäre. Ich habe einen Zweck gesehen. Seid ihr verrückt? Ich hätte sterben können. Komm, wir gehen mal mit dem Flow hier. Wie ich euch beneide. Es muss spannend sein, die Geschichte mit den Augen eines anderen zu sehen. Aber ich habe mich damit abgefunden, über diese Wunder im Rahmen meiner Erforschung des Schädels nur zu lesen. Darüber reden wir später. Wir müssen weiter. In der Tat. Meine Verehrung für Verminas Machenschaften sollte unsere Mission nicht gefährden. Ich entschuldige mich. Das Allerheiligste liegt vor uns. Wir müssen zum Schädel gelangen und den Problemen Dämmersterns ein Ende bereiten. Geht voran. Ich gehe voran. Ich bin noch in der... Komm, wir müssen zum Schädel und ihn zerstören. Ja, dann müssen wir... Also ich gehe jetzt eigentlich den Weg, den ich gerade hochgekommen bin, wieder zurück. Nur als ich selbst. Das ist doch schön. Ah ja. Cyrodiilischer Spukschwein. Ich kann einfach das nicht aussprechen. Es ist die Hauptstadt. Hinder. Alter, ich bin echt verwundert. Wo ist Lydia? Die ist doch sonst immer dabei. Nehmen wir eben noch die Halt rein, wie hier. Oh, das ist auch nicht schlimm. Ich glaube, die wachen nicht auf. Hallo? Eine Kapuze. Ja. Ich habe auch nur eine Kapuze in meinem Kleiderschrank. Eine Biene. Wer hat sie nicht in der Hosentasche, die kleine Biene? Okay. Weiter. Hier steht Vorsicht, auch. Sie sind aufgewacht. Alles, was ihr könnt. Jetzt reicht es. Sehr schön. Ich
mag diese Slow-Mos. Die haben irgendwie immer was Besonderes. Ah, hier eine Quest, die ich dann auch mache. Ja, ist ja gut, ich komme ja schon. Ist uns keiner aufgemacht. Genau, hier waren auch noch Tränke. Starke Heilung. Bisschen Gold. Und eine Truhe. Die ich aufschließen muss. Ups. Adept ist eigentlich nicht so schwer, was da los. Ah, geht doch. 21 Gold, naja, besser als nichts, ne? Oh, das bist du, okay. Dich schlage ich lieber nicht. Nicht mit Leute. Ich bin echt so ein notorischer Looter. Jeden Scheiß mitnehmen. Wobei, als ich das erste Mal Skyrim gespielt habe, habe ich wirklich jeden Scheiß mitgenommen. Man ist einfach so schnell dann voll. Das ist einfach nicht feierlich. Aber Gold geht immer. Oh, der Tisch brennt. Ist das noch was Besonderes? Seelensteinfragmente? Nee, die brauchen wir nicht. Ich glaube, wir sind da. Oh. Soundeffekte sind gerade abgekackt, also. Ich weiß nicht, was passiert ist. Vielleicht kommen sie gleich wieder. Autschi. So ein schöner Tod, oder? Wie der hier am Tisch hängt, ohne Kopf. Ja, speisen wir ein bisschen an ihm. Vielleicht mal gucken, ob die Soundeffekte wiederkommen. Achso. Wo ist der Kollege? Huh? Warum stehst denn du hier vorne? Ja, anscheinend sind nicht nur die Soundeffekte abgekackt, sondern das ganze Ding. Oh, alte Spiele. Schau jetzt mal, ob es jetzt gleich nochmal legt, aber... Sieht schlecht aus. Muss ich mal gucken. Ich speichere mal eben unter einem neuen Speicherstand. Kann sein, dass mein Kamerabild gerade kurz weg ist, deswegen. Und lade nochmal. Den habe ich gerade gemacht. Oh, 20.19 Uhr war mein Quicksave. Ich lade einfach jetzt nochmal den gleichen Spielstand. Vielleicht hilft das ja schon. Das hilft nicht. Aber die Soundeffekte sind wieder da. Okay, Kollege, warum hängst du da? Was ist dein Problem? Soll ich mal hauen? Ich hau dich mal. War eine schlechte Idee. Okay, kann ich mit dir reden? Nee, das funktioniert so nicht. Okay, Entweder ich gehe jetzt zurück.
die fast 40 Minuten, die ich hier schon gespielt habe. Oder ja, keine Ahnung, was oder. Junge, warum hängst denn du da fest? Ich mag ja solche Bugs nicht. Wirklich nicht. Falls, ja, können wir einstecken. Komm schon. Beweg dich. Geh da weg. Ich will mit dir reden. Okay, ich denke, mir bleibt nichts anderes übrig, als diesen anderen Spielstand zu laden. Die Kamera blitzt gleich nochmal weg. Das ist ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich. Die anderen sind schon alt und ja, nee. Gut, wir können nichts machen. Damit muss man rechnen bei solchen Spielen. Ja, mein Sohn. Wie kann ich euch helfen? Dann gehen wir wohl nochmal rein und suchen nochmal das Buch und dann speichere ich am besten nochmal. Ach ja, Talos-Fehler, genau. Liebe Kinder, es ist wichtig, immer zu speichern. Damit einen sowas Moment, nicht passiert. Dann habe ich das hier geöffnet. Okay, hier war ja nichts Bedeutsames. Dann gehen wir einfach direkt weiter. Nun kann ich euch die Quelle der Albträume zeigen. Hier drüben. Ach so, ja, ich muss ja erstmal mit ihm reden. Schon wieder vergessen. Der Schädel der Korruption. Die Quelle allen Leids im Dämmerstern. Wir müssen ins Allerheiligste vordringen und abkürzen. Ihn zerstören. Kommt, wir haben keine Zeit zu verlieren. Los geht's! Zeit für eure letzte Ruhe! Feuerball! So, den ihr Gold will ich trotzdem haben. Verdammt! Die Priester müssen diese Barriere bei der Freisetzung des Miasmas aktiviert haben. Gut. Sogar unmöglich. Ich skipp das mal eben, weil das ist. Das lief ja jetzt alles schon. Verdammt! Die Priester. Sogar und. Es gibt vielleicht einen Weg. Es bringt. Mein Wissen über diesen Tempel entstammt per. Okay, wollen wir die Geheimhaltung? In den letzten ja, Jahrzehnten. Ja, ja, in Ordnung. Ich habe noch meinen Schlüssel für die Bibliothek. Mann. Die Info holen wir uns auch noch mal rein. Was er mit den Erinnerungen macht, darüber streiten okay, sich Gelehrte jetzt gehen wir und zur Historiker Bibliothek. Bis zum heutigen Tage. Ärgerlich. Ja, ja, wir dürfen nicht zögern. Na komm ran hier. Ich mach mal hier so lang eingetränkt auf. Es ist gleich hier oben. Tschüss. Seid vorsichtig. Wir werden dort drinnen bestimmt weitere Erwachte finden. Ja, komm, geh rein. Lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch. Kein Problem für mich. Miasma. Ach ja, den sein Drosselei wollte ich mitnehmen. Okay, hier Bücher zu lesen hat sich nicht rentiert. Sehe ich das Buch von hier eigentlich schon? Tatsache! Komm, wir nehmen das jetzt mal vorweg. Die Traumreise. Zack, nehmen wir direkt mit. Wäre fast runtergefallen. Komm, gib Gummi. Ja, ich den ganzen Tag seit hier. Diese Bibliothek war einst mit arkanen Werken gefüllt.
Seht sie euch jetzt an. Sie sind auch da. Irgendwelche alle One-Hitted-Krieger, oder? Warte! Wir werden immer noch angegriffen! Gnade! Ah, der Ork hat bestimmt noch Gold dabei. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Hm? Ich hab ihn doch gerade hier erschlagen. Ach, da. Die kuscheln da. Ohne weitere Unterbrechungen könnten wir vielleicht die Informationen finden. Ja, wonach soll ich suchen? Auf dem Einband befindet sich das Abbild Verminas. Erst ich habe lasst es gefunden. Mich an einen Mara sei ge- Dazu gehört ein Rezept für ein... Ja, ja stimmt. Der Torpor verleiht... Ja, ich habe holen? So eine Reise leider noch... Als Priester von Mara hat der Trank... Ich will... Aber ich schwöre bei... Ich glaube, es gibt ein Labor im Ostflügel... Dort müssten wir eine Probe finden. Genau, und da gehen wir jetzt hin. Ach ja, Moment, ich mache erstmal noch hier die Truhe auf. Das war ja guter Stuff drin. Autsch. Erstmal wieder den Dietrich kaputt machen. Das ist das, was ich kann. Jawohl. So, dann holen wir jetzt den Trank nochmal. Oh, einfach nur schlagen. Schlag ihn, schlag ihn! Schänder! Tötet die Schänder! Ich will doch kein Schänder. Ich will doch nur euren Trank. Ach, jetzt kommst du mit, oder was? Witziger Typ. Ich glaube, der hat generell ein bisschen Programmierungsprobleme. Zeit aber für eure letzte Ruhe. Das war's schon. Mehr habt ihr nicht drauf. Los, los, weiter. Ist das alles, was ihr für ja. immer noch angegriffen Tötet die Schänder! Ups. Ja, ich habe auch so sehr näher gedrückt. Nein! Gnade! Gnade, sagt er. Na los! Ach, hier waren coole Beende Sachen noch im Regal. Egal! Güte, ihr werdet uns nicht aufhalten! Ist auch keine Lust, mich nochmal damit zu beschäftigen. Achso, der ist mitgekommen, weil ich das zu. Ah, okay. So, da war's. Also manchmal ist die Technik nicht das, was sie sein soll. Aber ich bin wieder da. Hallo. ja, ich bin noch am Einsammeln von Kleinkram. Okay. Sind wir durch? Wo ist er denn jetzt hin? Ist eigentlich auch Wurst, weil ich muss ja einfach nur diesen Trank trinken. Okay. Ich speichere jetzt. Damit das nicht das gleiche passiert wie eben schon mal. Und dann wird der leckere Torpor getrunken. Die Orks sind ins Allerheiligste eingedrungen, Bruder Waren. Das kann man leider nicht skippen. Wir müssen durchhalten. Der Schädel darf ihnen nicht in die Hände fallen. Aber es sind nur noch eine Handvoll von uns übrig, Bruder. Dann haben wir keine Wahl. Das Miasma muss freigesetzt werden. Das Miasma? Aber, Bruder... Es gibt keine Alternative. Es ist Verminas Wille. Und was ist mit euch, Bruder Kasimir? Seid ihr bereit, dem Willen von Vermina zu dienen? Ich habe meinen Seelenfrieden gefunden, ja klar. Dann ist es entschieden. Bruder Kasimir, ihr müsst die Barriere aktivieren und das Miasma freisetzen. Lasst euch von nichts davon abhalten. Ja, ja. Bruder Torek. Wir müssen hierbleiben und den Schädel, falls nötig, mit unserem Leben verteidigen. Oh, der Junge kann ja sogar rennen. Ist der hier am Essen? Der Chirurg weg. Okay, dann laufe ich mal ein bisschen schneller. So schnell ist das hier. Und ich nicht überall hängen bleibe. Sorry, ich bin so glücklich. Ist da jemand? Ich
So, dann gibt's mir das mal wieder frei. Und da sind wir wieder. Jetzt muss ich nur erstmal wieder zu mir kommen. Oder einfach mal... Ah ja, einmal hier durchgucken, alles klar. So. Erledigt. Es hat funktioniert. Ja. Nachdem ihr den Torpor getrunken habt, seid ihr verschwunden. Genau, es war unglaublich. Beneide. Es muss spannend sein, die Geschichte ja. mit den Augen eines anderen zu sehen. Moment, nochmal speichern. Oh ja, ich kann ja wieder in die Third Person gehen. Ich mag die First Person in Skyrim auch gar nicht so gerne. Also, die ist nützlich. Au. Aber ist jetzt nicht mein Favorite. Außerdem mag ich es gerne, wenn ich meine Karas sehen kann. Weil ich meine, der hat eine schicke Rüstung an. Das muss man doch appreciaten. So, hier war nichts weiter. Kommt der eigentlich immer mit? Hallo? Oh, mach nicht schon wieder Zicken. Was ist er denn? Randur, wo bist du? Steht er noch hier rum? Hallo? Ja, es hat funktioniert. Jetzt komm mit. Wie ich euch beneide. Es muss spannend sein, die Geschichte mit den Augen eines anderen zu sehen. Also irgendwie ist es diese Quest ein bisschen in der Tat, buggy. Das Allerheiligste liegt vor uns. Wir müssen zum Schädel gelangen und den Problemen Dämmerstern sein Ende bereiten. Geht voran. Ich gehe voran. Ich habe sogar schon den Weg frei gemacht. Mehr oder weniger. Nee, da lang. Ja, du bist doch auch hier hergekommen. Den Ork, du. Okay, hier war nichts weiter. Ah ja, hier. 69 Goldmünzen. Ja, die machen wir mal fix auf. Ich weiß nicht mehr in welche Richtung. Ja, was denn, ey? Wieso kriege ich Experte auf, aber Adept ist immer so ein Krampf? Geht doch. Meine Güte. Gib mir meine 21 Gold. Ja, ich bin da. Bitte, bleib nicht am Stein hängen. Ja, geht doch. Jäger, wie könnt ihr es wagen, diesen Tempel zu entweihen? Ork. Gut. Wir gehen jetzt durch diese Tür, ja? Gut. Schön, hat sie sogar aufgemacht. Wartet. Wären, Torek, ihr lebt. Dafür habt ihr keinen Dank verdient, Kasimir. Diesen Namen benutze ich nicht mehr. Ich bin erst Kasimir. Priester von Mar. Ihr seid ein Verräter. Ihr habt uns zurückgelassen und seid geflohen, bevor das Miasma auf euch wirken konnte. Wie haben wir die gleiche Stimme haben? Ich hatte Angst. Ich war nicht bereit zu schlafen. Ich habe genug von euren Lügen. Ich kann nicht zulassen, dass ihr den Schädel zerstört, Priester von Mara. Dann lasst ihr mir keine Wahl. Was ist? Oh.
Ich glaube, ich habe das vorher vorweggenommen und deswegen war das so ein bisschen problematisch. Wie kommt es? Ihr wagt es, gegen eine Kuh mehr zu kämpfen? Vermina, ergebt mir! Ihr hättet nichts Gutes bei euch. Coole Musik hier. Okay, nochmal mit ihm reden. Ich kannte Veren und Torek. Sie waren meine Freunde. Ja, ach, ich meine... Ist das die Strafe für meine Vergangenheit? Ist es Maras Wille, mich so zu quälen? Wir hatten keine Wahl. Sie wollten uns umbringen. Vielleicht hatten sie ja recht. Bitte zerstört den Stab nicht. Okay. Ja, komm, zerstören einfach nicht. Nein, hört nicht auf sie. Aus ihren Mündern kommen nur Lügen und Täuschungen. Hätten wir ihnen beim Befreien des Schädels geholfen, hätten sie damit in ganz Himmelsrand Chaos angerichtet. Sie mussten sterben. Es wird Zeit. Wir müssen den Schädel zerstören. Wenn ihr einen Schritt zurücktretet, führe ich das mir von Lady Mara gewährte Ritual aus. Zuerst eine Beschwörung, um die Barriere zu entfernen. Okay, dann warten wir mal kurz. Mal schauen, ob es hinkriegt. Ich rufe euch an, Lady Mara. Der Schädel hungert. Er sehnt sich nach Erinnerungen und fügt ihnen neue Albträume hinzu. Bewirkt mir die Kraft, diese Barriere zu durchbrechen und den Schädel in die Tiefen des Reichs des Vergessens zu schicken. Er betrügt euch. Wenn das Ritual vollendet ist, wird der Schädel frei sein. Und dann wird sich Erandur gegen euch wenden. Schnell! Tötet ihn jetzt! Tötet ihn und beansprucht den Schädel für euch. Okay. Vermina befiehlt es euch. Für Dämmerstern! Nein, ich töte ihn. Ich bin ja hier pro Daedra, also. Ja, so schnell kann es gehen, ne? Und schon ist mein Kopf kürzer. Irgendwas Cooles bei dir? Der ist ja richtig, den nehme ich mit. Schlüssel zum Tempel des Nachtrufers, den nehmen wir mit. Torch, den brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Hier drin, aktivieren. Ein lebendiger Albtraum. There we go. Das war's? Oder kann ich das Ding da wieder reinschicken? Aber Moment, ich muss jetzt erstmal gucken. Wie ist der Schädel doch gleich? Finde ich nicht. Okay. Das wäre dann wohl... Ich bin zu schwer, natürlich. Ich regne es doch einfach rein. Mann, kann mal jemand das Dach flicken? Ich bin zu schwer... Oh Gott, ich bin viel zu schwer. Was ist das denn? Natürlich bin ich zu schwer. Ich habe diese Axt gerade an mich genommen. Ist keine Axt, ist Streichholz. Aber. Nee, der ist immer noch besser für den Monachball. Dann behalten wir den und schmeißen den wieder raus. Die wohl auch nicht. Ach so, das ist. Ah, das ist eine Waffe. Verursacht 20 Punkte Schaden, die auf 50 erhöht werden, wenn sie durch von schlafenden Menschen gesammelte Träume verstört werden. Das ist schon sehr interessant. Die Falcon auch weg. Ich habe auch den Baba Jack. Irgendwann ist das so schwer. Irgendwas wegschmeißen. Aber das hätte ich gerne verkauft. Ah, ich habe genug Gold. So. Jetzt sind wir wieder leicht genug.
Schade, dass Vermina nicht noch mehr mit mir geredet hat. Die anderen Daedra-Fürsten waren doch ein bisschen gesprächiger, muss ich sagen. Aber das ist okay. Kann ja nicht jeder so drauf sein. Jetzt erstmal hier wieder raus. Sofern ich den Ausgang finde. Oh, hier noch eine Kiste. Ja, Gold. Ich liebe Gold. Gold. Schade, es funktioniert nicht. Ich dachte, ich drücke nochmal. Aber das Miasma wurde ja schon freigesetzt. Jetzt ist es ja wieder weg. Okay. Warte, nein, das ist nicht der Ausgang. Das ist der eigentliche Bibliothek. Hier ist der Ausgang. Zurück nach Himmelsrand. Ja. Gut. Wo ist Lydia? Hi. Schön, dass du da bist. Ja, mei. Okay. Dann hätten wir das erledigt. Wir haben die Trophäe gekriegt. Den Stab. Und jetzt haben wir noch Hermanns Mora. Das ist in... Nicht in, aber bei der Akademie von... Was, wie heißt der Ort? Hier, da, das da. Winterfeste, genau. Ich muss irgendwo hier hinten. Irgendwo hier hinten ist ein Außenposten. Da muss ich hin. Aber wir machen jetzt erstmal eine schöne Schnellreise. Das spart Zeit. Okay, und jetzt gucken wir, wie wir aus Winterfest rauskommen. In diese Richtung. Ich muss mal kurz meine Notizen gucken. Wir suchen Septimus Signus Außenposten. Wir müssen ins Geistermeer. Das Geistermeer ist, glaube ich, das hier. Gucken wir mal, dass wir erstmal hier hinkommen. Kriegt das noch hin mit dem Markieren. Ja, die Richtung. Das würde schon mal viel helfen. Hier ist die Akademie. Ah, ich war noch gar nicht bei der Akademie. Oder? Ich war doch schon bei der Akademie. War ich noch nicht bei der Akademie? Hier ist ein Drache, genau. Autschi. Du hast keine Zeit für dich. Ich bin auf einer Mission. Okay. Ich töte euch ein Ort und Stelle. Ich gehe mal... Mich? Ich hoffe den Drachen. Ich gehe mal zur Akademie hoch und gucke mal, ob ich auf der anderen Seite rauskomme. Ich glaube nicht, die ist ja hier so... Ah! Don't hurt me! Was willst du von mir? Ne, hier komme ich so nicht rein. Okay. Dann müssen wir Bergziege spielen und von oben runter kraxeln. Die können sich hier mit dem Drachen kloppen. Überquert die Brücke auf eigene Gefahr. Der Weg ist gefährlich und das Tor wird sich nicht öffnen. Ja, das habe ich gemerkt. Danke. Warum seid ihr hier draußen? Ich bin hier, um denen zu helfen, die die Weisheit der Akademie suchen. Toll, wie sie so weit wegstehen und mit mir redet. Die wichtigere Frage lautet, warum seid ihr hier? Was ist das für ein Ort? Die meisten kommen hierher, weil sie schon von der Akademie gehört haben. Halleluja! Dies ist die Akademie von Winterfeste. Ein sicherer Hafen für Magier im Himmelsrand. Ein Ort der Weisheit,
und das Arcanum wissen. Gut, okay. Ich will aber hier weg. Ach, springen. Geht doch. Und dann gucken wir mal, dass wir hier das Geistermeer erreichen. Ohne zu sterben am besten. Vielleicht wäre es cool, wenn ich mal kurz speichere. Uff. Nicht gut, gar nicht gut. Oh shit. Okay, ich kann mich. Ich bin ein toller Puma. Ich komme hier richtig gut zurecht in diesem Gebirge, wie man sieht. Deswegen spiele ich ein Khajiit. Ich bin unten. Wow, das war gar nicht so einfach. Okay, jetzt gucken wir mal. Es müsste in diese Richtung sein. Irgendwann kommt Lydia bestimmt auch wieder zu mir. Nicht jetzt, das ist klar, aber... Oh, hier ist schlechtes Wetter. Es blitzt und donnert. Bin ich noch auf Kurs? Ich wollte nicht die Waffe ziehen, ich wollte auf die Karte. Irgendwo hier ist das, glaube ich. Ich mache mal eine neue Markierung. Okay, machen wir erstmal die alte weg. Er möchte keine neue machen. Na gut, dann laufe ich einfach weiter. Okay, dramatische Musik. Ich werde mal Richtung dieses Schiffs gehen. Mal gucken, was passiert. Also eigentlich sollen hier auch Eisschollen sein und das ist bisher noch nicht der Fall. Aber mal gucken, was das für ein Schiff ist. Oh, hier gibt es ein bisschen Erz. Warum hast du Schmerzensschreie? Verlierst du gar keine P. Ach fuck, da komme ich nicht hoch. Willst du im Schiff? Lass mich oben lang. Geh mal unten lang. Frack, der Stolz von Telfrost endet. Oh, eingesetzt. Okay, ist was Cooles bei dir? Gold ist immer cool. Also. Und hier noch mehr. Schickes Lager an hier. Novize. Das ist machbar. Bisschen Gold. Nee, brauche ich nicht. Da ist noch ein roter Punkt. Da muss noch irgendwas sein. Glaubt ihr, ihr könnt das von mir aufnehmen? Sicher. Ist das schon alles? Lydia! Altes Haus! Das Reich, ihr wollt zu den Neuen gehören? Das werden wir nie wissen, wie sie aussah.
Oh, der ist viel Gold dabei. Sehr schön. Okay. Ob wir diesen Außenposten so finden werden? Das bleibt spannend. Wo sind wir denn gerade? Ah, wenn es nicht so wolkig wäre, mein Gott, könnte man viel besser sehen. Ich glaube, ich muss noch ein ganzes Stück weiter nach oben. Markierung, gehst du wieder? Jawohl. Ist jetzt alles hier ein bisschen Try and Error. Mal gucken, ob ich da ankomme. Hier sind ja alles schon. Ja. Okay. Das sieht dann schon mal ein bisschen richtiger aus. Ja, komm halt raus. Da halt nicht. Schön mal unten durch. Von mir aus. Der kommt da irgendwie nicht richtig drauf jetzt. Okay. Kommt das hin? Da ist so ein Stein. Ich werde mal den Kurs hier einschlagen. Falls ich wieder aus dem Wasser komme. Yay! So karg hier einfach. Oh, können wir gleich mal hier hochgehen. Oh, nice. Der Schlangenstein. Sehr schön. Was kann der denn? Kann einmal pro Tag ein lähmendes Fernkampfgift auf seine Gegner verspritzen. Passt sehr schön zu einer Schlange, aber passt nicht zu meinem Fighting-Style. Also, nein. Okay. Weiter geht's. Irgendwo hier hinten muss das ja sein. Eiswolf. Ach ne, ist nur so ein Fuchs. Lydia, hi. Die kommt immer aus den lustigsten Ecken wieder raus. Wahnsinn. Mach mir Eis schon. Komm, hoppel doch einfach drüber. Ich will nicht drunter schwimmen, das ist anstrengend. Ach komm schon. Na gut, dann schon mal dran. Durch. Alter. Oh, da ist irgendein großes Tier. Eine Muschel. Hallo. Okay, ich bin an meiner Markierung angekommen, aber immer noch kein Außenposten. Warum sind hier so viele? Langsam habe ich das Gefühl, ich habe mich verlaufen. Eigentlich. Oder doch da. Ich habe so eine richtig fancy Karte. Da gucke ich jetzt mal kurz drauf.
denn ich glaube, ich verlaufe mich sehr stark in diesem Eismeer. Winterfeste. Akademie. Außenposten. Da oben. Mal kurz gucken. Leider sehe ich hier aufgrund der Wolken echt wenig. Das ist wirklich weit draußen. Hier ist die Akademie. Und dann eigentlich nur gerade... Ah, ich muss in die Richtung. Gottes Willen, das ist ja... Ist ja ganz woanders. Okay, dann packe ich meine Karte wieder weg. Das ist ein bisschen wie so einen alten Atlas lesen. Falls das noch bekannt ist. Wenn man so im Auto saß und es noch kein Navi gab. Und dann hat man so einen Atlas rausgeholt. Um zu gucken, wo man hin muss. Ich werde hier mal kurz speichern. Just to be safe. Kann ja keiner wissen, dass die Dedra-Quest so anspruchsvoll sind. Das war ein Scherz. Die sind sehr anspruchsvoll, finde ich. Also nicht alle, aber ich fand auch Azuras Stern war auch. Da musste man schon einiges tun für. Jetzt schwimmen wir erstmal rüber. Werden wir auch direkt wieder sauber. Ist doch schick. Ich kann nicht in diese Richtung gehen? Wieso nicht? Ich hab's gerade einmal auf meinem Bildschirm hier geguckt. Wieso geht das nicht? Wie bin ich denn? Ist die Karte hier schon zu Ende? Muss aber irgendwie... Okay, dann mache ich mal hier die Markierung. Hm? Schollenhopping. Okay, geht's nicht mehr. Boah, das ist immer automatisch runter, taucht er ist näher. Segen! Es gibt hier Leben! Hallo! Oh Gott, und irgendwas Großes. Schnell weg. Schnell weg! Ist auch eine. Wo sind wir jetzt? Zur Umgebungskarte. Ich könnte natürlich auch einfach die Umgebungskarte benutzen. Aber das wäre ja langweilig. Okay. Ich glaube, ich könnte mich auf dem richtigen Weg befinden. Von hier dann her. Gottes Willen. Achso, mal ganz schön, mal das Ende der Karte erreicht zu haben. Das hat man ja auch nicht alle Tage. Ich finde diese epische Musik. Irgendwann findet Lydia auch wieder zu mir. Ein Bär! Bär! Alle von mir. Gut. Das erledigt. Wildes Leben auf dem Geisterweg. Okay, hier ist meine Markierung. Höhle. Checken wir mal kurz aus. Ah!
Alter, du bist ein Walross. Bist du gefährlich? Nee, gut. Dann lasse ich dich einfach da sitzen. Ich wollte eigentlich zu der Höhle, wo ist denn die? Ja. Und schon komme ich wieder vom Weg ab. Der Klassiker. Ja, aber das ist die Nächte, die ist ja viel zu nah dran wieder. Nee, ich mach das dann anders mit der Höhle. Ich werde jetzt mal noch weiterlaufen. Kämpfen die einfach, heben sie an. Oh, okay. Dann natürlich. Jesus Christ, wo soll das denn sein? Doch eher da drin? Oder in die Richtung? Ich werde mal auf diese Insel hier oben gehen. Weil die Markierung bewegt sich wieder nicht. Egal. Die sieht irgendwie wichtig aus. Ja. Sofern man da irgendwie hochkommt. Wo ist die? Ja, müsste die sein. Nicht von hier. Hier haben wir rausgekommen. Wir gehen nicht außen rum, wir schwimmen außen rum. Da ist die Karte zu Ende. Ah, Gott. Dann gehen wir doch mal in diese Richtung nochmal. Das Spiel ist heute nicht so mein Freund, habe ich das Gefühl. Das ist Skyrim jetzt. Ist da irgendwie hoch? Ich meine, ich habe auch nichts auf dem Kompass. Ich weiß gar nicht, ob da irgendwas ist. Hier ist ein Mann. Wir haben sich ein paar Tiere gekloppt. Die sind gegenseitig umgebracht. Dramatisch, muss ich sagen, ne? Lydia, was ist los? Lydia! Ist wieder da! Oh mein Gott. Gut, gut, gut. Hallo Lydia! Hab dich schon vermisst. Hier ist nichts. Wirklich nichts. Ich finde den einfach nicht. Vielleicht sollte ich wirklich erstmal noch die Story-Quest machen. Weil über die Story kommt man ja an die Akademie. Da kloppt man ja auch noch die Drachen. Und wenn man das fertig hat, dann... Ja, hier ist tatsächlich der Rand der Karte. Und dann... kommt man da wohl leichter hin, beziehungsweise kann man die Quest irgendwie noch anders triggern, ohne dass man den jetzt händisch suchen muss, diesen Außenposten. Ist mir doch gerade zu anstrengend. Okay, aber zu dem Punkt in der Hauptquest bin ich noch nicht gekommen tatsächlich, deswegen werde ich das beim nächsten Mal wahrscheinlich machen. Ja, finde ich, ist glaube ich ein guter Plan. Ja, aber ich habe ja auch ein bisschen Internet-Schwierigkeiten, muss ich sagen. Das ist alles gerade nicht so smooth, wie ich es kenne. Und das stört mich auch ein bisschen. Aber ich werde jetzt hier mal speichern und dann mache ich hier nächsten Sonntag auf jeden Fall weiter.
Ich werde mal gucken. Ich habe immer angekündigt, dass ich montags Retro streame, aber ich weiß es jetzt gerade nicht, ob ich den Tag vielleicht wechseln werde. Bleibt die Frage noch im Raum stehen. Aber ansonsten wahrscheinlich oder eventuell streame ich morgen Retro. Ja. Okay, aber ich bedanke mich fürs Zuschauen bis hierhin und wünsche noch einen schönen Abend. Und beim nächsten Mal dann Main Quest, damit wir auch diese Quest noch zu Ende bringen können und so langsam alle Daedra-Quests mal abarbeiten. Wobei natürlich, ich bin Stufe 19, ich kann 2-3 noch gar nicht machen, weil die ein höheres Level verlangen. Okay, auf jeden Fall, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Habt noch viel Spaß an diesem schönen Sonntag, an diesem warmen Sonntag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!